Mittelgewichtler war. Und die erste blutige Nase, die bekam er, das erzählt er immer wieder lachend, von einer seiner älteren Schwestern. Er hat 7 Geschwister. Profi ist dieser David Tua seit Ende 1992. Und er hat 16 Mal gekämpft als Profi, hat 13 Mal durch K.O. gewonnen. Alle Kämpfe gewonnen. Er ist ein bisschen klein, mit 1,78 Meter. Hier sein Gegner Cecil Coffey aus den USA. Er kommt aus Flatwoods in Kentucky. Er ist 1,83 Meter groß und mit 103 Kilo, na so etwa 4 Kilo schwerer als der Samoaner, der ja für Neuseeland schon geboxt hat als Amateur. Der Rekord von diesem Cecil Coffey, 28 Siege, 6 Niederlagen, 2 Unentschieden. Profi seit 1982, also er steht 10 Jahre länger im Ring als dieser Mann, der bei den Weltmeisterschaften der Amateure 1991 in Sydney Dritter wurde und bei den Olympischen Spielen 92 in Barcelona ebenfalls Dritter, also für Neuseeland eine Bronzemedaille holte. Da verlor er gegen den späteren Olympiasieger Felix Savon aus Kuba in der ersten Runde durch K.O. im Halbfinale. Dass er ein guter Mann, dass er ein großes Talent sein muss, beweist die Tatsache, dass der Erfolgstrainer Lou Duva sich des Burschen angenommen hat. Und er wird trainiert von George Benton. Und da sieht man den Unterschied. Aber der stärkere Mann ist sicherlich David Tua. Er boxt zum zweiten Male hier in Auckland in Neuseeland. Er hat da gekämpft im November 93, da schlug er einen gewissen Mike Azee in der ersten Runde K.O. und zwar nach 55 Sekunden. Und heute hoffen die Zuschauer, dass er etwas länger zu sehen sein wird. Der Terminator, der Vollstrecker. Angesetzt ist der Kampf auf 10 Runden. Die letzten Anweisungen, aber Sie haben gesehen, die linke Haken, das ist seine Hauptwaffe. Also der kleinere Mann, dunkelhäutig, das ist David Tua. Da war die linke, da war sie. Und da kam die rechte nochmal hinterher und das sieht nicht so aus, als ob Cecil Coffey nochmal und vor allen Dingen rechtzeitig hochkommt. Und die Zuschauer sind natürlich nicht zufrieden. Ja, das war das Ende, ausgezählt. Und wie lang hat es diesmal gedauert? Da protestiert er. Cecil Coffey tut so, als ob er weiter boxen könnte oder weiter boxen wollte. Das ist Show. 28 Sekunden hat es gedauert. Also, im 17. Kampf, der 17. Sieg und der 14. K.O.-Erfolg für Tua. Was er braucht, sind jetzt endlich mal stärkere Gegner. Aber das ist schon nicht einfach. Denn Burschen, die dann so an die 2 Meter sind oder 1,90 Meter, da gibt es dann schon Ungleichgewichte. Aber er hat es eigentlich immer fertiggebracht, Reichweitennachteile und Gewichtsnachteile durch seine Schnelligkeit und durch seine Schlagkraft auszugleichen. Nochmal. Ja, da kommt die rechte hinterher. Da war der Gegner noch nicht mit den Knien auf dem Boden. Nochmal, jetzt sehen wir die linke vielleicht besser. Achtung. Jetzt, da war sie. Naja, das war schon gar nicht mehr nötig, aber sicherheitshalber. Und da hat Cecil Coffey keine Lust mehr. Hier sehen wir nochmal die rechte. Noch kein Foul, aber wie gesagt, alles zu kurz. Nochmal. Mit ein bisschen Verzögerung geht der Amerikaner runter. Ja, und da gibt es einige, die sind sauer, haben ihr Geld bezahlt und haben nicht das gesehen, was sie gerne sehen wollten. Sie wollten diesen Mann, ihren Mann, ein bisschen länger im Ring aktiv sehen. Da war großer Presserummel. Nochmal, da war sie, oben an die Schläfe. Und nochmal.
Ja, da nahm Cecil Coffey die rechte von der Deckung weg und da kam die linke rein. Und er hat Dampf dahinter. Sein Gewicht 99,2 Kilo. Vom Gewicht her ist er schon ein guter Schwergewichtler, aber wie gesagt mit 1,78 Meter eben ein bisschen klein. Und jetzt kommt die Urteilsverkündung und da wird es noch mal laut werden in der Sporthalle hier in Auckland. Ja. Aber was soll er machen? Soll er den Gegner